Ich meine, Lars schon 2 Wochen auf Kreta und du malst noch immer solche Sehnsuchtsbilder. Ja, Backes. Der Jammer ist, dass ich 2 Verehrer habe und jeder bewacht den anderen mit Argusaugen. Der eine ist Prinz Paris, das wissen wir ja. Aber wer ist der zweite? Der aufdringliche Achilles. Ach, der Achilles mit seiner Achillesferse. Aber Königin, den brauchst du doch nur einmal kräftig auf den Fuß zu treten. Dann geht der hoch wie eine Rakete und wir sind ihn los. Aber Backes, Achilles ist doch ein König. Dem kann ich doch als Königin nicht einfach einen Tritt geben. Dann gib ihm doch den Tritt nicht als Königin, sondern als Mensch. Ein Tritt ist kein Tritt. Pass auf, so. Eine Königin darf nicht treten. Eine Königin darf nur warten, wünschen und träumen. Störe ich dich gerade in einem besonders schönen Traum? Nein, nein, gar nicht. Ich wollte nur erwähnen, es gibt einen alten Orakelspruch, der sagt, wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Da sieht man, dass man sich auf kein Orakel verlassen kann. Backes? Ja? Hast du nicht irgendwas Wichtiges zu tun? Nein, Herrin. Dann nimm das und bemal es für mich weiter. Aber doch nicht hier, draußen. Ach so. Du machst es einer armen Strohwitwe wirklich schwer, stark zu bleiben. Agamemnon! Agamemnon! Da! Ach, du Esel! Hast du dir wehgetan? Natürlich! Bei mir ist nämlich der Kopf das, was bei dir die Ferse ist. Was soll denn dieser blöde Agamemnon schreien? Blöde Agamemnon habe ich nicht geschehen, sondern nur Agamemnon. Die Ehre Griechenlands steht auf dem Spiel. Also sag schon, was ist passiert? Paris ist bei Helena. Na und? Wahrscheinlich hat sie ihn eingeladen. Mich lädt sie nicht ein.
Weil du ihr auf die Nerven gehst. So wie mir. Na, begreifst du nicht? Sie betrügen ihn. Menelaus werden Hörner aufgesetzt. Dann soll er seine Helena verprügeln und fertig. Er ist doch nicht da. Wieso? Ach so. Dann kann er sich ja gar nicht verprügeln. Ja, dann müssen wir die Sache übernehmen. Sich nicht verprügeln? Blödsinn. Er ist ihm zu sagen. Ja, aber wie denn? Er sitzt doch auf Kreta. Dann müssen wir sofort das nächste Schiff zu ihm nehmen. Könntest du nicht alleine hinfahren? Ich muss mich um Helena kümmern. Ausgeschlossen. Du bist der Augenzeuge. Aber es müsste natürlich jemand über Helenas Tugend wachen. Also gut. Dann werde ich eben die beiden Ajaxe damit beauftragen. Erzähl mir das genauer, die Geschichte auf dem Berg Ida. Du hast rein zufällig einen Apfel bei dir gehabt? Na, aber das weiß doch inzwischen jedes Kind. Nein. Ich will ganz genau den Wortlaut wissen. Was hat Aphrodite dir für den Apfel versprochen? Ganz einfach. Die schönste Frau der Welt. Also hat sie nicht ausdrücklich mich genannt? Nein, aber sie kann doch nur dich gemeint haben. So? Und wenn du morgen einer anderen begegnest, die deine Sinne gefangen nimmt? Ich will keiner anderen Frau mehr begegnen. Und meine Sinne können nicht mehr gefangen genommen werden. Sie sind alle bei dir. Du hast sie eingekerkert. Du meinst, ich muss Aphrodite gehorchen? Ja, zweifelst du noch immer daran? Nein, aber hat die Göttin dir gesagt, was ich mit meinem Mann machen soll? Ja, aber das fällt doch nicht in ihr Ressort. Oh, Zeus! Jetzt würde ich ein Orakel brauchen. Aber es rührt sich nichts. Kein Zeichen am Himmel. Dem Mann die Treue zu bewahren, ist brave Frauen erste Pflicht. Doch lauern überall Gefahren und manche übersteht man nicht. Die Leda fehlte einst der Bahn. Es flog ein Schwan verfolgt zu ihr, er suchte Schutz in ihren Armen und war ein reines weißes Tier. Nein, nein, sie konnte nichts dafür. Was doch das Herz Aphrodites bewegt, dass sie der weiblichen Tugend nur Fallstricke legt. Sie sagt, sie will, dass die Treue man hält und sorgt durch Fallstricke selber dafür, dass man fällt. O Aphrodite, welche Last wird gelegt in meine keusche Brust, weil meine Schönheit zum Ballast wird, zum Vorwand für der Männer Lust. Ich seh vor mir nur noch das Chaos, denn eine Schwäche fällt mich an und dann betrüge ich Menelaus, weil ich mir nicht mehr helfen kann. Die Göttin selbst ist schuld daran. Was doch das Herz Aphrodites bewegt, dass sie der weiblichen Tugend nur Fallstricke legt. Sie sagt, sie will, dass die Treue man hält und sorgt durch Fallstricke selber dafür, dass man gerade von Menelaus sprechen. Was glaubst du, wie lange wird er wohl auf Kreta bleiben? Das wissen nur die Götter. Findest du nicht auch, dass wir mit unserer Zeit beide etwas zu großzügig umgehen? Ich fürchte, du hast recht. O Aphrodite, du willst es nicht anders. Nein,
Wieso denn? Ich bin sicher, dass ich für jeden Besuch dankbar sein wird. Ganz sicher nicht. Das sollte doch bitte sein. Nein, treten Sie nicht näher. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass Sie bestimmt nicht näher treten dürfen. Wenn Sie näher treten dürften, hätte meine Herrin gesagt, bitte... Was ist denn das für ein Lärm? König Ajax möchte dir seine Aufwartung machen. Ich habe ihm gesagt, dass du niemanden empfangst. Wo sind der Paris? Schon gut, Backes. Komm herein, Ajax. He, wo he? Suchst du was? Fehlt dir was? Was ist denn? Oh. Suchst du eigentlich etwas Bestimmtes? Nein, eigentlich nicht. Aber ich dachte mir, dass du dich doch ganz entsetzlich einsam fühlen müsstest. Ja, freilich. Ja, und da wollte ich dir Gesellschaft leisten. Zu zweit erträgt man die Einsamkeit doch viel leichter. Bist du einsam? Erzähle mir, Ajax. Wo ist denn dein Bruder? Mein Bruder, der hat einen ganz persönlichen Auftrag von Agamemnon bekommen. Einen ganz persönlichen Auftrag. Oh. Und du? Ich habe auch einen persönlichen Auftrag bekommen. Auch einen. Aber meiner ist angenehmer. Geht es darum, dass ihr mich überwachen sollt? Aber wo denkst du hin, Helena? Kennst du irgendwen, der an der Treue unserer Königin zweifeln könnte? Ich nicht. Du? Natürlich nicht. Aber es treibt bei uns ein Ausländer sein Unwesen. Ein singender Schäfer. Wie heißt er nur? Na, ich habe keine Ahnung, wen du meinen könntest. Na, ist ja nicht so wichtig. Aber den suchen wir. Oh, Ajax, um der Götter willen, ist dir etwas geschehen? Hast du dir wehgetan? Nona. Hallo, pst, Paris. Danke. Wieso bist du hier? Du warst doch gerade da drinnen. Nein, nein, das ist mein Bruder. Viel interessanter ist aber die Frage, wieso warst du denn da drin? Ja, ich habe durchs Fenster geschaut. Der Achill hatte mit seiner Lyra eine Verabredung und er hatte sie vergessen. Ach so, na ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, die Lyra ist in Ordnung. Leb wohl. Wiedersehen. Übrigens noch einen schönen Gruß an dein Brüderchen, ja? Also da drinnen war niemand. Was war denn hier draußen los? Hast du gut aufgepasst? Freilich. Es ist nur Paris vorbeigekommen. Was macht denn der hier? Der war hier mit dem Achilles seiner Lyra verabredet. Wer ist das denn? Ja, wohl die neue Hetäre des Achilles. So, so, kaum ist der Achilles weg, macht sich der Paris an seine Lyra ran. Hä? Ja, ja, er sagt, die Lyra wäre in Ordnung. Na, das haben wir ja wieder großartig gemacht, was? Herrlich hat sein Zwillingspaar, das wird immer wieder klar. So die ganze Welt und Genier zum Narren hält. Du bist ich, ich bin du, wer ist wer, wo ist wo, was man immer auch getrieben, kann man auf den anderen schieben. Herrlich hat sein Zwillingspaar, nie trifft uns ein Strafgericht. Wer es nämlich wirklich war, wissen wir oft selber nicht. Herrlich hat sein Zwillingspaar durch die große Ähnlichkeit. So hat jedes Exemplar doppelte Persönlichkeit. Ja, das ist, ach, das ist wunderbar. Dieses Labyrinth, so was Blödes. Man hält's für eine schöne alte Ruine, will sie besichtigen und drinnen erst bemerkt man, das ist ja ein Irrgarten, wie bei uns in Sparta bei den Oktoberfestspielen. Ich bin dann zum Portier und habe ihm gesagt, er sollte doch ein paar Wegweiser anbringen, so Pfeile oder Hände mit Fingern. Na, hat er vielleicht getobt. Ich verbitte mir solche Scherze. Da habe ich zu ihm gesagt, du, bitte schrei mich nicht so an, du Ochse. Da hat er die Türe von der Portiersloge aufgerissen und gesagt, was heißt ihr Ochse? Ich bin der Minotaurus, ich bin ein Stier, überzeuge dich. Na, auf alle Fälle, das war ein Rindvieh. Nachher hat er mir für 6 Drachmen einen Ariadnefaden verkauft. Den sollte ich abspulen, wenn ich hineinlaufe, und so fände ich den Weg wieder zurück. Ich habe zu ihm gesagt, vielleicht wäre es billiger, wenn ich wie Hänsel und Gretel ein paar Brotkrumen ausstreue. Na, da hat der Minotaurus gleich wieder losgebrüllt. Billiger! Da lasse ich auf deine Kosten das ganze Labyrinth säubern. Oh, du. Hallo, Menelaus! Menelaus! Menelaus!
bei allen Göttern, schon wieder ein Orakel. Wenn ich Evoe höre, wird mir ganz schlecht. Da halte ich mir lieber die Ohren zu. Hallo! Evoe! 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 Melde raus, wir müssen dringend mit dir sprechen. Hast du etwas gesagt? Wir müssen dringend mit dir sprechen. Du musst lauter sprechen, ich verstehe nichts. Dann nimm die Finger aus den Ohren! Ach, die Finger. Hat man euch auch nach Kreta geschickt? Nein, aber wir sind gekommen, um deine Ehre zu retten. Während der ganzen Zeit, während du hier auf Kreta weilst, ist Paris bei deiner Helena. Gott, wie lieb von ihm. Weil da versüßt er ja den Trennungsschmerz. Willst du denn nicht verstehen, Menelaus? Die Ehre deines Hauses steht auf dem Spiel. Ach so. Ach so! Was soll ich denn da machen? Du musst sofort mit uns mit, um nach dem Rechten zu sehen. Ach, ich darf wieder weg von Kreta? Oder lasse ich den Faden aber hier, damit ich ja nicht wieder zurückfinde? Kommt, meine Herren Kollegen! Gehen wir! Moment. Der Gatte, der zum eigenen Herd von einer Reise wiederkehrt, der sollt von dieser Wiederkehr die Gattin informieren vorher. Mir scheint, du bist nicht recht bei Trost. Es gibt da eine Flaschenpost. Dafür bleibt keine Zeit uns mehr, vor allem nicht, weil sonst für uns die weite Reise sinnlos wäre. Die Wahrheit, die erfährt man nur durch eine Überraschungstour. Denn ohne sie bleibt unbekannt der Sachverhalt, der Tatbestand. Und wer verbotene Früchte nascht, wird nun ertappt, wenn man ihn im Moment des Naschens überrascht. Und in dem Moment! So, und jetzt noch etwas Salpetersäure? Stimmt, Salpetersäure. Na und was wird das Ganze, wenn es fertig ist? Ich versuche etwas zu erfinden, um die Gläubigen zu beeindrucken. Eine Art künstliches Gewitter. Aha, sag mal, so ein Blitz und Donner könnte mir im Moment ganz gelegen kommen. Wie meinst du das? Na, du weißt doch, dass Agamemnon und Achill nach Kreta gefahren sind, ja, nicht? Ja, es gibt jetzt verbilligte Reisen. Ja, vielleicht holen sie dort den Menelaos ab und kommen zu dritt zurück. Oh, zu dritt kriegen sie bereits Gruppenpreise. Pass auf, ich habe eine Bitte. Ich fürchte, dass ich beim Empfang der drei Könige nicht dabei sein könnte. Und da soll ich dich benachrichtigen? Na ja, mit so einem großen Donner, den man überall hört, damit ich weiß, sie kommen. Vielen Dank. Das Gold ist echt. Der Zahn war falsch. Du bekommst ein besonders schönes Feuerzeichen von mir. Na und werde ich das Feuerzeichen auch überall sehen können? Dafür birgt der Name Herostrat. 3 Wochen sind jetzt schon vergangen, seit Menelaos nach Kreta gefahren ist. Wem sagst du das, Obakis? 3 Wochen, in denen so viel hätte geschehen können. Und nichts ist geschehen. Immer kam etwas dazwischen. Wieder senkt sich eine Nacht hernieder, in der mir nichts bleibt, als zu träumen. Mhm. Schlaf gut, Herrin. Und träum heute von etwas ganz besonders Schönem. Süße Träume. Komm zu mir, lass mich endlich erleben, was heiß ich begehrt, süße Traum. Komm zu mir, diese Nacht soll mir geben, was der Tag mir so möchte träumen. Ja, du sollst träumen. In Traum. In Traum. Verliebt zu sein.
Jetzt nicht an, denn damals kam's nicht aufs Gesicht an. Der Figur gab ich nur meinen Apfel hin als Krone. Du meinst, sie war überall ohne. Ihr Anblick hat mich fast geblendet. Ich sah sie und war wie vom Schlage gerührt. Genauso wie Zeus sie erschaffen, so hat Aphrodite sich mir präsentiert. Bekleidet war sie nur mit ihrem Haar. Und glaub mir, dadurch war die Schönheit offenbar. Da ist doch nur ein Traum ist. Da ist doch nur ein Traum ist. Sollst du mich grad so schön wie damals Aphrodite sehen? Es ist ein Traum. Es ist ein Traum, so wie ihn nur zwei Liebende träumen. Er bringt uns näher, er trägt uns höher in die Gefilde, wo Eros regiert und uns fehlt. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Nun sag deine Meinung. Ich hab es ja noch immer sehr schwer. Das heißt, warum? Aphrodite hat damals mir noch eine Aufgabe gestellt. Und, das ist, was mir fehlt. Du lässt mich lange leiden, kannst du es nicht entscheiden. Nein, und Schönheit, wie man weiß, entscheidet nicht den Preis. Ich sah, und das war schade, ein Bild nur ohne Gnade. Ich sah nur die Fassade und ich blieb kalt wie Eis. Doch dann hab ich lang geschwiegen, doch sie wollte siegen und gab mir zum Schluss einen Kuss. Nein, es war nur Spiel. Und dann war es kein Wunder, dass an die Entscheidung fiel. Da ist doch nur ein Traum ist.
ist ein Traum. Es ist ein Traum. Träume, sie träume, die keiner bereut. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Niemals noch war ich so selig wie heute. Es ist nur ein Traum, ein herrlicher Traum, ein wahrhaft süßer Liebestraum. Guten Abend. Oi, Popoi. Na, der Herr aus Draht kann was erwarten. Hier siehst du es mit eigenen Augen. Ja, so genau habe ich das gar nicht sehen wollen. Ich dachte, du bist in Kreta. Ja, ja, das merkt man. Meine Herren, ich finde es äußerst ungalant, ohne Anmeldung ins Schlafzimmer einer Dame einzutreten. Na, seht ihr, ich habe es ja immer gesagt. Man soll vor einer Wiederkehr die Gattin informieren vorher. Jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Haaren. Da greift ja alles ineinander. Das ist ein Komplott. Ein komplettes Komplott. Das ist ein komplottes Komplott. Wieso? Kalchas muss damit im Spiele sein. Ja, aber wieso? Bitte, bitte, wo siehst du denn Kalchas? Der spielt doch hier gar nicht mit. Aber natürlich, er war es doch, der dich nach Kreta geschickt hat. Ja, aber im Auftrag des Zeus, sonst wäre ich doch niemals hingefahren. Achill, du lässt diesen Kalchas sofort festnehmen und hierher bringen. Meine Herren Könige, vielleicht darf ich kurz die Situation erklären? Du schweigst! Mit dir wird später abgerechnet. Ja, aber wenn du die Leute nicht reden lässt, dann werden wir nie die Wahrheit erfahren. Helena, mein Täubchen, ich bin sicher, dass du eine ganz einfache und plausible Erklärung für diese peinliche Situation anbieten kannst. Ich hab gemeint, ich hab geglaubt, ich hab geträumt und überhaupt, die eigene Frau erschreckt man nicht, das ist des Götten erste Pflicht. Man sagt ihr schon vorher Bescheid, das ist ein Akt der Höflichkeit. Es meldet ein galanter Mann, der gab dann seine Ankunft an, damit sie sich auch freuen kann. Die Wahrheit, die erfährt man nur durch eine Überraschungstour. Denn ohne sie bleibt unbekannt der Sachverhalt, der Tatbestand. Nein, 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 galanter Mann, der meldet seine Ankunft an, damit sein Weib sich freuen kann. Missgeschick, dass er ganz plötzlich muss zurück, so bringt er das Verständnis mit, dass er nicht gleich ins Zimmer tritt. Deshalb klopft ein galanter Mann zuerst an seine Türe an. Damit die Gattin treu sein kann, damit die Gattin treu sein kann, damit die Gattin treu sein kann. Die Wahrheit erfährt man nur durch einen Überraschungstor, denn ohne sie bleibt unerkannt der Sachverhalt, der Tatbestand. Und wer sein Segen nicht verrascht, gewinnt er seine Ankunft an, damit sein Weib sich freut. Bringe ich den Obergauner, Oberpriester, wenn ich bitten darf. Ruhe! Verzeihung, jetzt rede ich. Es bleibt bei Obergauner. Du bist wirklich der wahrhaft Schuldige. Ich? Wieso ich? Ohne dein blödes Orakel wäre ich doch niemals nach Kreta gefahren und hätte meine arme, liebe, kleine Helena einer so unangenehmen Versuchung ausgesetzt. Stimmt's, Helena, mein Päubchen? Also, das ist doch... Ich verwahre mich auf das Entschiedenste gegen solche Vorwürfe. Warum soll ausgerechnet ich hier zum Sündenbock gestempelt werden? Leg doch endlich hier vor dem Untersuchungsausschuss ein Geständnis ab, du Schurke. Sprich, wer hat dir dieses Orakel eingegeben? Also die Sache war eigentlich so.
Das heißt, sie war ja eigentlich doch ganz anders. Warum scheust du dich so, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit? Ich soll die Wahrheit sagen? Die reine, echte, wahre Wahrheit? Aber sicher, Zeus höchstpersönlich hat dir das Orakel eingegeben. Das musst du auch sagen. Wenn du uns noch einmal mit dieser Lüge kommst, dann hat Sparta morgen für seinen Oberpriester einen Staatsbegängnis. Nein, nein, das heißt ja. Also, Zeus persönlich hat mir dieses Orakel eingegeben. Durch den Mund dieses Paris. Du also warst es? Der hat mir noch nie gefallen. Wer weiß, ob er überhaupt ein Prinz ist. Du hast vollkommen recht, mein lieber Achill. Ah, jetzt wird's interessant. Wer bist du also? Ja, habt ihr das denn nicht schon die ganze Zeit gespürt? Ich bin Zeus! Ah, das schau her. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Ich hab schon immer gewusst, dass sich die ganze Affäre als harmlos aufklären wird. Na bitte, jetzt haben wir ihn mitten unter uns, den lieben Göttervater. Warum sollen wir ihm glauben, dass er Zeus ist? Das kann doch jeder sagen. Jeder? Wenn wir das von uns sagen, wäre das doch blöd. Von uns, von dir, von mir. Wir wissen doch, dass wir nicht Zeus sind. Warum soll er nicht der Göttliche sein? Wir haben alle in der Schule von seinen Verkleidungen gelernt. Ja, einmal ist er als Schwan gekommen und als Stier hat er Europa besucht und einmal soll er als Goldregen irgendwo hineingeregnet haben. Warum soll er nicht auch einmal als Schäfer für ein Stündchen kommen? Eben, warum soll er nicht? Er kann sich ja einteilen. Also ich glaube ihm kein Wort, aber bitte, wenn er wirklich Zeus ist, dann kann er uns das ja mit Leichtigkeit beweisen. Gib uns doch endlich den Beweis, bist du Zeus? Oder führst du uns alle aufs Eis? Beweist, beweist, ich glaub kein Wort. Doch wenn du Zeus bist, bring den Beweis. Sehen wir die Sache doch auch andersrum. Wenn er der Zeus ist und sich ärgert, bringt er uns mit einem Donnerschlag gleich um. Sehr vernünftig, lieber Menelaus, pfeifend hier auf den Beweis. Ich flieg in den Olymp zurück und aus. Wir wollen den Beweis, dass wir der Vater Zeus sind. Wir und wir dumm, dann bringen wir ihn um. Oh, der Tempel brennt! Mein guter Herr Ostrat. Ich hoffe, dass ihr das als Beweis erkennt, weil sonst die ganze Stadt mitsamt dem Königspalast auch verbrennt. Nun fleht zu ihm, dass er schützend seine Hand auf uns hält. Es steht bei ihm, wenn er zürnt, dann kommt das Ende der Welt. Wir fliehen zu dir, lass den Tempel nicht in Flammen vergehen. Wir fliehen zu dir, Vater Zeus, lass noch ein Wunder geschehen. Soll ich euch verdammen, soll ich verzeihen? Soll es mit den Flammen zu Ende schon sein? Ich hab auf die Frage die Lösung schon hier. Ihr müsst nicht verzagen, denn ich kann euch sagen, ich geh zum Tempel, ihr hört noch von mir. Er ist. Nur nicht verzagen. Er ist. Ihr hört noch von mir. Was ist der Beweis? Yeah!
Wenn ich mir Salpeter genommen hätte, dann wäre das nie passiert. Ich muss noch ein bis zwei Versuche machen, dann habe ich das genaue Mischverhältnis. Aber ich traue mich ja nicht aus dem Keller in die Tempelruine rauf. Also irgendwas muss passieren. Ich halte es in diesem Keller nicht mehr lange aus. Wo führt denn die Leiter hin? Die geht genau unter den Sockel der Zeus-Statue. Zwischen den Füßen kommt man da rauf. Ach. Nein, wenn oben jemand sieht, dass wir hinausklettern, machen die mit uns kurzen Prozess. Naja, aber wenn man irgendwas fände zum Verkleiden. Was ist denn in den Kisten drin? Nein, hier gibt's nichts zum Verkleiden. Da liegen nur abgelegte Priestergewänder des Kalchas drin. Moment. Moment. Du schaust in der Kiste nach, ob du was zum Verkleiden findest, und ich schaue nach, was der Kalchas macht. Aber Vorsicht! Mach dir ja keine Sorgen. Ach, ich muss mich leider wiederholen. Man hätte früher auf mich hören sollen. Doch ihr wart ja alle so betört, habt auf mich nicht gehört. Oi, Popoi, der Tempel zerstört. Drum trage jeder ein Geschenk zum Opfer mal. Ein jeder hole aus dem Stall nun ein Schaf, einen Stier. Ich trete vor den Göttervater hin, sonst spricht da zu mir. Habt ihr das gehört? Die Statue, er hat gesprochen. Schande auf dich, denn das Volk erkannte mich eher als du. Vater Zeus, wie komme ich zu der Ehre, dass du persönlich mit mir redest? Noch dazu ein Hexameter. Nur ein gewaltiges Opfer besänftigt den Grund meines Zornes. Meine Rede, goldene Worte. Bitte, was hab ich euch immer gesagt? Also. Nicht aber opfert mir Schafe und Kälber. Ich fordere Größeres. Was? Nichts Lämmernes, nichts Kälbernes? Oi, Popoi. Sühnet den Frevel, der mir geschah. Opfert mir Königin Helena. Was? Helena sollen wir opfern? Statt üblicher Schafe und Kälber? Zu blöd, jetzt rede ich auch schon in Hexametern. Entschuldigung. Sollte das etwa ein echtes Orakel gewesen sein? Habt ihr das gehört? Kalchas hat vorhin was ganz Falsches gesagt. Nicht Schafe und Kälber sollen geopfert werden, sondern die Königin. Ein weiser Ratschluss des Göttervaters. Schließlich ist die Königin ja selber schuld an der ganzen Katastrophe. Wer verlangt von ihr, dass sie so attraktiv ist? Wisst ihr, was wir tun? Wir marschieren zum Königspalast. Wir opfern die Königin. Wir opfern die Königin. Wir opfern die Königin. Halt, halt, halt. Ihr könnt euch diesen Weg sparen. Ich selbst werde Helena mitteilen, was Zeus befohlen hat. Ein königliches Opfer kann nur von einem König gebracht werden. Ihr bleibt bei euren Kälbern und Schafen. Natürlich sind die Umstände auch maßgebend gewesen. Aber ein bisschen schuldbewusst bist du doch, oder? Bewusst, kannst du es wagen, mich eines Fehltritts anzuklagen? Mich, die für ihre Treue doch bekannt, mich, die sogar dem Paris widerstand. Und warum zu glauben ist es kaum? Ich hatte damals einen Wunsch.
Er stand vor mir und mir war wohl dabei. Es war ein Traum, ein Traum. Er sagte mir, dass ich die Schönste sei. Es war ein Traum. Es war ein Traum. Es war ein Traum. Er lag so dem uns voll zu meinen Füßen. Er bat um einen Kuss. Ich musste ihn küssen. Es war ein Traum. Es war ein Traum. Täubchen. Die Geschichte von dem Traum wird durch die vielen Wiederholungen auch nicht glaubwürdiger. Was im Traum ich habe gesehen, dich vergaß ich trotzdem nicht. Will dir treu zu verstehen, brav erfülle meine Pflicht. Jeder weiß, dass Träumen lügen. Mag es mir nichts aus, denn ich hab gefunden dich, mein Männerlaus. Vielleicht wird man uns gebeuren, Träumen lenken, Träume deuten, aber jetzt, mein lieber Mann, hast du Pardon. Ich muss dringend mit dir unter vier Augen sprechen. Oh. Du entschuldigst mein Täubchen. Du siehst ja, was los ist. Immer wieder diese Staatsgeschäfte. Was liegt denn jetzt wieder Dringendes vor? Teuerster Freund, schlechte Nachricht. Was, schon wieder? Von dir habe ich noch nie Gute gehört. Was ist es denn diesmal? Ich komme vom Tempel, das heißt von den Resten unseres Tempels. Und dort habe ich es mit eigenen Ohren gehört. Du musst Zeus ein schweres Opfer bringen. Schon wieder ich? Wie viele Kühe sollen es diesmal sein? Keine Kuh, kein Schaf. Diesmal musst du dich von Größerem trennen. Von deiner lieben Frau. Von meiner lieben Frau? Von Helena? Was soll denn mit dir geschehen? Geschehen soll dir gar nichts. Sie soll dem Zeus geopfert werden. Das ist doch bestimmt wieder so eine blöde Idee von dem Kalkas. Nein, diesmal habe ich es selbst aus dem Munde des Zeus gehört. Na ja, dann. Evohe! Evohe! Ja, Evohe, Evohe. Menelaus, ich habe aufregende Neuigkeiten. Dieser angebliche Paris, der sich als Zeus ausgegeben hat und unauffindbar war. Was ist mit dem? Er ist am Hafen gesehen worden. Zwar war er als Priester verkleidet, aber man hat ihn sofort erkannt. Unerhört? Und da hast du ihn nicht festnehmen lassen? Ich habe die beiden Ajaxe beauftragt, ihn sofort hierher zu bringen. Ja, das sind Sie ja schon. Oh.
Oh, pardon. Oh, pardon. Oh, pardon. Da ist der Gauner. Der hat geglaubt, er kann uns täuschen mit dieser lächerlichen Verkleidung. Quatsch, ich bin doch der Kalchas. Was? Nimm sofort den falschen Bart ab. Aua! Backes, Backes. Ich muss fliehen, ich bin in Gefahr. Lauf schnell zum Hafen und suche Paris. Komm, hilf mir. Sag ihm, er soll sich in meinem Boot verstecken und auf mich warten. Wie soll ich ihn finden? Die sagen, dass er als Priester verkleidet ist. Das wird dir helfen. Geh, eil dich. Kalchas, du hast einen falschen Bart. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich habe es auch nicht gewusst. Aber diese beiden Idioten da haben es geglaubt. Sofort wieder hinunter in die Stadt. Aber seht zu, dass ihr diesmal den richtigen falschen Priester erwischt. Wenn uns nur niemand erkennt. Nein, dem Gewand erkennt mich bestimmt kein Mensch. Was ist mit mir? Na, wenn dich jemand fragt, dann sagst du einfach, du bist mein Diener. Und wer bist du, wenn mich wer fragt? Ich? Ach ja, die Frage ist berechtigt. Also pass auf, ich bin ein Priester der Hera. Nein, Oberpriester. Ein Ober? Ja. Und ich bin extra aus Athen zur Verstärkung angefordert worden von den spartanischen Priestern, um ihnen in ihrer Bedrängnis zu helfen. Und ich, der Diener, soll ihnen auch in ihrer Bedrängnis helfen? Ja. Man beobachtet uns. Sie ist weg. Die Luft ist rein. Meine Herrin lässt dir sagen, dass du überall gesucht wirst. Ja, ja, natürlich, das weiß ich, sonst wäre ich ja nicht verkleidet. Man weiß von deiner Verkleidung, du musst dich verstecken. Ja, ist gut gesagt, aber wie? Auf ihrem Boot. Wo? Da. Das da ist das Boot meiner Herrin. Sobald sie kann, kommt sie zu dir. Danke, Backes, das hast du gut gemacht. Das ist für deine Mühe. Was, willst du noch mehr? Nein, nur... Herostrat! Hier? Komm, zieh du jetzt den Mantel an. Du bist ab jetzt der Oberpriester der Hera aus Athen. Und wer ist mein Diener? Na, niemand. Schade. Und was soll ich tun? Na, du gehst in die Stadt und verbreitest das neue Orakel. Ah, was besagt das Orakel? Also pass gut auf, ja? Königin Helena muss den Fluten des Meeres geopfert werden, ja? Auf dem Boot da... Welchem? Na, auf dem... Auf dem Boot da wird sie hilflos dem Wind und den Wellen preisgegeben. Verstehst du das? Nein, warum? Also komm, wir haben nicht so viel Zeit. Hier hast du noch ein Goldstück, das erspart das Nachdenken. Danke, ich mache natürlich, was du sagst, aber ich wüsste schon ganz gerne. Also komm, leb wohl, mach's gut. Nein, nein, nicht noch ein Zahn. Ha! Packt ihn! Hilfe! Hilfe! Nun lass mich doch los! Ich bin doch der Oberpriester der Hera aus Athen. Ich habe auch einen Diener, aber der musste gerade mal... Ja, das kannst du alles dem König Agamemnon erzählen. Jetzt kommst du erst einmal mit, ja? Herrin, hast du Paris gefunden? Ja. Und? Er ist schon auf deinem Schiff. Beeil dich! Königin, oh, habe ich dich erschreckt. Wohin so eilig? Kalchas, dir kann ich ja alles sagen. Ich muss fliehen vor diesem Orakel. Fliehen? Ach, wohin denn? Du erinnerst dich doch an den jungen Schäfer. An Paris, ja. Und was ist mit ihm? Er erwartet mich auf meinem Boot am Hafen. So, er erwartet dich. Hm. Na, da kann er lange warten. Wache! Ihr beschützt die Königin, und zwar so, dass sie ihren Palast nicht verlassen kann. Aber Kalchas, wieso? Wie lange? Bis auf Widerruf. Ich eile jetzt zum Hafen und habe mit diesem Paris noch ein Hühnchen zu rupfen. Was soll nun werden? Das wissen die Götter. Es fragt sich nur, ob die es wirklich wissen.
Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung. Glaubst du, hat es Sinn, wenn ich mit dem Zeus spreche? Der redet doch nicht mit jedem. No. Glaubst du, der lässt mit sich handeln? Ich biete statt einer Helena 3 erstklassige Hetären. Da sind sie gut bedient. Dass Helena geopfert werden muss, steht fest. Es fragt sich nur, wie. Jetzt haben wir den Richtigen erwischt. Willst du ihn gleich verhören? Rein mit ihm! Rein mit ihm! Kaikas ist es nicht. Und Paris ist es auch nicht. Wer bist du? Ich bin der Oberpriester der Hera. Ich habe auch einen Diener. Aber der... Naja, ich habe euch ein Orakel zu verkünden. Schon wieder ein Orakel? Nein! Nein, ich kann in nächster Zeit kein Orakel mehr hören. Was rakelt denn das O? Die Königin Helena soll den Fluten des Meeres geopfert werden. Soll ich sie vielleicht ersäufen lassen? Die Königin soll von mir auf ihr eigenes Boot gebracht werden und dann aufs offene Meer hinaustreiben. Ah, das ist gar keine schlechte Lösung. Und erspart uns viel Arbeit. Ob Helena das macht? Sie fährt nicht gerne Boot. Du bist ein solcher Schuft, ein Gauner, ein Erpresser. Aber, Herr Kollege Kalchas. Dass du ganz Sparta an der Nase rumgeführt hast, nun gut, na ja, das stört mich nicht weiter. Aber dass du mich, den einzigen Menschen, der es wirklich gut mit dir gemeint hat, versucht hast, aufs Kreuz zu legen, das, mein Lieber, kostet dich den Kopf. Du willst dir mit der schönen Helena einfach davonfahren. Und was stört dich daran? Ohne mir das restliche Gold gegeben zu haben. Und das ist zu viel. Aber, lieber Herr Kollege, Die Königin bleibt in ihrem Gemach eingesperrt, solange bis ich das restliche Gold habe. Sag mal, du willst mich doch wohl nicht etwa erpressen, was? Warum nicht? Die Königin gibt's nur gegen Gold oder über meine Leiche. Basta. Ach, zu meiner Freude sehe ich, dass es da noch eine dritte Möglichkeit gibt. Wieso? Was soll ich dir sagen? Ach, ich sage gar nichts, ich singe lieber. Zum Abschied wünsch ich gute Reise, schönes Wetter und leb wohl. Ich nehm die Wünsche dankend an und will tun, was ich kann, dass die Güte Frieden schenken. Du sollst dies nicht so kränken, mein braver Mann. Seht noch einmal sie an. Spartaner, haltet ein. Dieses Opfer darf nicht sein. Du bist hier nicht gefragt. Du hast vorhin das Gegenteil gesagt. Freund Kalchas, du verschwind. Er dreht sich mit dem Wind. Ich trotze dir Gefahr und sag euch, wie es war. Weit her von Troja kam Prinz Paris, hat vom Apfel uns erzählt. Was soll das? Doch dass davon kein Wörtchen wahr ist, hat sich jetzt herausgestellt. Man jage diesen falschen Priester fort. Er zweifelt an der Götter Wort. Der Mann sagt einmal diesmal jenes. Herunter von dem Boot sofort. Wir selber gewähren zu Opfer im Meer. Hinweg von dir, hinweg von dir. Oh! Nun wird sie, die wir
zu lieben, weit auf des Meeres Fluten getrieben und statt Eupopo. Der Segelruf ahoi, wir wünschen freundlicherweise unserem Opfer glückliche Reise. Fahr hinaus aufs Meer und nimm es nicht so schwer, auch wenn es mir peinlich ist, die Träne dennoch fließt. Ach, euer freundliches Trauen, eure Tränen, euer Bedauern, macht es mir so schwer, ich will hinaus aufs Meer. Glückliche Zeiten, kommen unsere Griechenland. Alle Gefahren sind schon mitgebannt. Wir hoffen. Glückliche Zeiten, kommen unsere Griechenland. Alle Gefahren sind schon mitgebannt. Paris legt uns rein. Schweig und halt dich zurück, sonst gibt es noch den Trojanischen Krieg. Der Paris, der legt uns rein. Nicht nur nicht auf den Kopf noch ein, nur hat die Legende bald zu Ende. Wir schätzen sehr den Herrn Homer. Wir schätzen sehr den Herrn Homer. Und sagen ihm nichts Böses nach. Wir schätzen sehr den Herrn Homer. Doch noch mehr schätzen wir den Offenbach.